Herzlich willkommen zu den Jorvik News. Heute im Studio Alicia Snowdaughter. Herzlich willkommen zu den Jorvik News. Ach halte, Kina. Am 18.05.2019 hat Star Stable auf verschiedenen Social-Media-Seiten einen Trailer über die überarbeiteten Achaltekina gepostet. In diesem Video kann man alle 6 verschiedenen Farbvariationen begutachten. Bereits am 17.05. konnte man auf Instagram eine kleine Vorschau der neuen Pferde sehen. Wo genau die Achaltekina zu kaufen sind und welche Farben am Anfang zu erwerben sind, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Allerdings ist bekannt, dass die Achaltekina 58 Starcoins kosten werden und am 22.05. in Jorvik eintreffen. Neue Namen. Seit dem letzten Update vom 15.05.2019 sind neue Pferde- und Spielernamen im Spiel hinzugefügt worden. Die jorvikische Bevölkerung kann sich über mehr als 160 neue Namenskombinationen freuen. Umgebungsveränderung weiterhin voll im Gange. Star Stable hatte dieses Jahr bereits angekündigt, dass diese weiterhin an Erneuerungen der Umgebung in Jorvik arbeiten. Letzten Mittwoch hat Dolois Abbey eine Komplettüberarbeitung erhalten. Ebenfalls haben sich die Verkaufsstände bei der Baroness am Landgut vergrößert. Eventuell ziehen diese Woche schon die neuen Achaltekina dort ein. Grafikbugs halten an. Seit vielen Wochen schon passiert es immer wieder, dass Spieler einen schwarzen Boden im Spiel vorfinden. Star Stable selber hat bis jetzt noch keine Lösung für das Problem gefunden. Falls jemand aus der Bevölkerung davon betroffen ist, wird empfohlen, die Grafik einmal herunter und wieder heraufzustellen und dass die Schattenfunktion einmal deaktiviert und wieder aktiviert wird. Dadurch sollte sich das Problem beheben lassen. Rotes Band Trailrit. Noch bis zum 22. Mai kann jeder Bewohner, der nach Fearwood kommt, am Roten Band Trailrit teilnehmen und dort verschiedene Sachen entdecken. Danach wird das Event beendet. Keine Fohlen mehr. Am 22. Mai werden uns die Fohlen, deren Vertrauen man in ganz Jorvik gewinnen kann, verlassen. Warum diese erst einmal verschwinden und ob diese noch einmal wiederkommen, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Neuer Launcher. Seit einigen Wochen schon ist es möglich, den neuen Launcher von Star Stable herunterzuladen. Dafür muss das Spiel über die Systemsteuerung einmal komplett deinstalliert und neu installiert werden. Allerdings sorgt der neue Launcher bei ein paar aus der Bevölkerung noch zu Schwierigkeiten, wodurch diese sich dann nicht ins Spiel einloggen können. Es wird dazu geraten, noch ein wenig abzuwarten, bis dieses Problem behoben ist. Nun zum Wetter mit Morningdew. Herzlich willkommen zum Wetter. In Deutschland ist diese Woche das Wetter stark schwankend. Von 8 Grad bis zu maximal 26 Grad über den Tag hinweg wechselt das Wetter dann auch noch von Regen und Sonnenschein bis hin zu starken Gewittern. Es wird geraten, aus Vorsicht jeden Tag einen Regenschirm dabei zu haben. In der Schweiz sieht das Wetter schon etwas angenehmer aus. Es kommt hin und wieder zu kleinen Regenschauern, dennoch ist das Wetter überwiegend trocken und sonnig. Österreich hat diese Woche wohl das beste Wetter und muss nur am Mittwoch und Samstag mit ein wenig Regen rechnen. Ansonsten liegen die Temperaturen bei angenehm 18 bis 22 Grad tagsüber. Das waren die Jorvik News. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Woche.